So, Kollege ist zurück. Ach ja, ich komme aus der Kabine. So, ja, ich komme gerade aus der Kabine, habe meine Vierer eingerappt. Wir haben einen Song gemacht, gerade wollen wir uns mal abwechseln. Jeder 4 Bars. Wie heißt der? Friss oder stirb oder so. Nennen wir den. Oder Survival of the Fittest oder so. Ist das schon vorzeigbar? Hat er das so? Wir haben einen Part jetzt, also den ersten Part haben wir jetzt ready. Kannst du euch auf jeden Fall gerne mal vorspielen. Ja, können wir mal rein. Ganz, ganz exklusiv. Ja, ganz exklusiv. Okay. Okay. Ausnahme für 16 Bars, unsere besten Freunde im Game. Mhm. Okay, dann geht's mal los. Genau. War gut, hab ich gut gerappt? Ja, war auch gut. Der Boss am Apparat. Ja, aber hier ist Florian von Typhlow.de, der war zum Interview verabredet. Ja, genau. Aber ich hab's mir anders überlegt. Ja, warum? Wenn wir zu Ohren gekommen ist, dass mein kleiner Song ist. Die beste Gangster-Rap-Crew, Boss und Banger-Partout. Yeah, die Jungs gehen wieder ab. Wie ein Henna-Tattoo, sie uns im Backstage allen platzen. Ratatatata und dann mit Westside-Zeichen Fotos zwischen Rapper-Leichen machen. Teste meine Waffe, indem ich auf Feinde feuer. Rapper dissen mich, doch leben von meinen Steuern. Ohne Freunde am Leben und sind ständig vom Weg. Menschen, die mir häufig begegnen. JPG, hart wie Stein, wir schlagen dich zu frei. Du schuss mir Zahne nach Feigen, schickst mir dein Bodyguard vorbei. Ich werf nen Blick auf die Schilder, der Funkette Breitling. Und hier da ungefähr 30 Millisekunde die Bitte getunterte Hiking. Und vor 10 Jahren gab es eine Spastencrew, von denen einer eine Maske trug. Und seine Bitch, die wollte im Bett zwar Action, doch von jedem Tag vom Kiffer geleckt wie Plättchen. Ihr wisst Bescheid, Leute.